Aber warum kommt Barack Obama eigentlich nicht zu uns und entschuldigt sich höchstpersönlich, um das zerstörte Vertrauen wieder zu kitten? Vermutlich, weil es für ihn und die Geheimdienste das Selbstverständlichste von der Welt ist, andere Regierungen auszuspionieren, egal ob Freund oder Feind. Und erst recht in Deutschland. Denn bei uns ist die NSA schon seit den 50er Jahren aktiv, mit dem Wissen der Bundesregierungen. Massenhaft hat die NSA in Deutschland Daten gesammelt und abgehört. Offenbar nicht einmal vor dem Handy der Kanzlerin hat sie Halt gemacht. Doch juristisch gesehen bewegt sie sich damit in einer Grauzone. Im internationalen Recht, also zwischen den Staaten, da gibt es kein ausdrückliches Verbot der Spionage. Aber im nationalen Recht, da wird das sanktioniert. Zum Beispiel hier in Deutschland, da ist die geheimdienstliche Agententätigkeit, wie das im Gesetz genannt wird, unter Strafe gestellt. Schon 1952 wurde die NSA gegründet und in Deutschland hatte sie von Anfang an viel zu tun. Denn im Kalten Krieg war Deutschland als Frontstaat eine wichtige Schaltzentrale für Spione. Josef Foschepoth hat sich mit der Geschichte der Geheimdienste in Deutschland beschäftigt und festgestellt, dass die Zusammenarbeit beider Länder bei der Spionage sehr eng war. Von der Bundesrepublik Deutschland aus sind dann zentral gewissermaßen alle Leitungen des Fernmeldeverkehrs, die ihren Knotenpunkt in Frankfurt hatten und haben, überwacht worden. Und natürlich auch die gesamte eingehende und ausgehende Post aus den osteuropäischen Ländern, aus der DDR, der Bundesrepublik selber und natürlich aber auch aus den westeuropäischen Ländern. Und auch jeder der deutschen Kanzler sei abgehört worden. Angela Merkel befindet sich also in guter Gesellschaft. Ob Freund oder Feind, die NSA hört mit. Doch unter Umständen könnte sie sich damit in Deutschland strafbar gemacht haben. Deshalb hat sich die Bundesanwaltschaft eingeschaltet. Bislang sammelt die Bundesanwaltschaft nur die Fakten, ermittelt noch nicht offiziell. Aber selbst wenn sie das tun würde, dürfte das sehr schwierig werden. Denn man muss nicht nur nachweisen, dass abgehört wurde, sondern auch genau, wer das gemacht hat. Und das könnte wirklich schwierig werden. Sollte nämlich der Verantwortliche für die Abhöraktion ein Diplomat sein, dann würde er Immunität genießen. Er könnte von deutschen Gerichten nicht belangt werden. Kein Wunder, dass Spione häufig als Diplomaten unterwegs sind.